Moin, mein Name ist Carsten Todd. Willkommen bei Hottentott, Hottentott, Hottentott. Bis die blauen Jungs mit der Tür einrennen, kann ich erstmal versuchen, einen Teil der GZ-Gebühren anständig zu verbraten. Sonderling, Chaot, Freigeist. Sonderling, Chaot, Freigeist. Sonderling, Chaot, Freigeist. Gebt mir einfach mal 100 Sendungen Zeit und die Welt wird schon ein kleines bisschen verrückter sein. Es wird mal wieder Zeit, ein paar Schranken zu durchbrechen. Herzlich willkommen zur 92. Sendung Hottentott. Ich wünsche, wie gewohnt, nach wie vor viel Spaß. Wunderbar, wunder, wunder, wunderbar, wunderbar. Dann hören alle mal den Chat. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. Ja, you took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love, and this was more than I had ever been afraid of. Wissenschaft, Wissenschaft, Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft. Another sun to shine. You got me deeper than deep and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Stop it. Punkt 3.6. Weitere sexuelle Bräuche, Traditionen und Ursprünge der Geschichte. Schon in der Bronzezeit gilt, die Eitelkeit gehört zu Menschen wie Adam und Eva, 936. Die meisten Menschen haben das Bedürfnis, gut auszusehen und schenken ihrem Äußeren viel Aufmerksamkeit, 937. Dass dies die Frauen früher mehr als die Männer taten, zeigt sich in zahllosen Grabfunden. 938. Die Gründe der Frauen, sich herauszuputzen, werden die gleichen wie heute gewesen sein. Um Anklang beim männlichen Geschlecht zu finden und um ihre Konkurrenz beim weiblichen Geschlecht zu übertrumpfen. 939. Ebenso gilt für die Sexualität in der Eisenzeit Nordeuropas. Klare Schlüsse über eine so frühe Zeit sind schwierig, da nur wenige Quellen existieren. 940. Im Vordergrund stehen die grundlegenden Mechanismen der menschlichen Fortpflanzung und die zahlreichen wechselnden Stellungen. 941. 942. Allzu oft wird das moderne westliche Verständnis von Sexualität auf die Vergangenheit projiziert und gerechtfertigt, weil die sexuelle Bildersprache des Altertums ihrem heutigen Äquivalent oberflächlich ähnelt. 943. Kunstwerke dieser Zeit verraten schnell, welchem Thema sie sich widmen. 944. Die historischen Bedeutungen, die diesen Handlungen zugeschrieben werden könnten, sind ohne Zahl. 945. Dadurch, dass man gewissermaßen eine irreführend zweidimensionale Sicht auf die antike Sexualität gelten lässt, wertet man bloß einen Prozess der Verlagerung aus, der sich auch in unserer Zeit abspielt, und zwar im Schalenabbild der Pornografie. 946. Ganz gleich, ob als rohe, aber harmlose Fantasievorstellung oder in verfeinerter Form als aufreizendes, erotisches Zelebrieren eines Grundinstinkts der Menschheit. 947. Ist es aber nur eine Fassade frauenfeindlicher Wirklichkeit,
von erniedrigender Ausbeutung zu Profitzwecken. 948, 949. Einiges in der prähistorischen sexuellen Bildersprache mag tatsächlich für den Kitzel gemacht worden sein, das meiste jedoch wahrscheinlich nicht. 950. Außerdem muss man bei Kunstdeutungen sehr vorsichtig sein. 951. Die Menschen der Vergangenheit hatten Sex in ziemlich derselben Weise wie wir heute. Wie sie darüber dachten, ist jedoch eine ganz andere Sache. 952. Die Interpretation dieser Figuren ist nicht einfach. Man kann aber zumindest sagen, dass Sexualität in Ritualen dieser Zeit eine Rolle spielte, besonders hinsichtlich der Männer. 953. Metallarbeiten aus dem frühen Italien und Slowenien lassen ebenso einen Zusammenhang zwischen Sex und männlicher Kampfestüchtigkeit vermuten. 954. Einige Darstellungen lassen vermuten, dass jegliches Vergnügen fehlte. 955. Allerdings sollten wir daran denken, dass uns auch hierbei die gefühlsmäßige Bedeutung solcher Szenen verborgen bleibt. 956. Eindeutige Schlussfolgerungen sind leider nicht möglich. 957. Einzig eindeutig ist, dass dem männlichen Glied offenbar eine besondere Bedeutung zugeschrieben wird. 958. Als zusätzliches Unterhaltungselement dient ein Lied, welches auch im Anhang Musikproduktionen mit dem Unterpunkt 17 und dem Titel Sexy in der Bronzezeit Erwähnung findet. Anhang Musikproduktionen. Punkt 17. Sexy in der Bronzezeit. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Heuristics Inc. mit dem Titel Taking Out the Trash. Sexy in der Bronzezeit. Damals war man gern zu zweit. Gemeinsam in starker Liebe vereint. Ein Band, das treibt und treibt. Es ist so lange her, so lange her. Keiner kennt einen Augenzeug mehr. Aber niemand gibt und uns bewies, die Leute hatten sich sehr lieb. Sexy in der Bronzezeit. Damals war man gern zu zweit. Gemeinsam in starker Liebe vereint. Ein Band, das reibt und teilt. Heute macht es wohl Erstaunen. Damals gab es dann kein Braunen. Mann und Frau in tiefer Liebe sahen sich an in seelischer Tiefe. Sexy, sexy in der Bronzezeit. Sexy, sexy, sexy Bronzezeit. Sexy in der Bronzezeit. Damals war man gern zu zweit. Gemeinsam in starker Liebe vereint. Ein Band, das treibt und treibt. Sexy, sexy in der Bronzezeit. Sexy, sexy, sexy Bronzezeit.
das Herz vereint, was mal getrennt. Jeder ist froh, wenn er die Liebe kennt. Man sollte sie nicht ziehen lassen. Die Bronzezeit hat dies nicht vergessen. 6C in der Bronzezeit. Damals war man gern zu zweit. Gemeinsam in starker Liebe vereint. Ein Band, das frei und klein. 6C in der Bronzezeit. 6C Bronzezeit. 6C in der Bronzezeit. Damals war man gern zu zweit. Gemeinsam im Stab der Liebe vereint. Ein Band, das frei und klein. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe treue Hörer, bei anderen Sendungen wird regelmäßig eine Sommerpause eingelegt. Dies soll es bei Hottentot nicht geben. Allerdings werde ich eine Sommerflause einlegen. Grund dafür ist sicher, dass diese Sendung nur ein Hobbyprojekt ist, bei dem ich trotzdem versuche, immer wieder mit frischen eigenen Titeln zu überraschen. Diese Stücke benötigen Kreativität, Initiative und Zeit. Andere Sendungen suchen eben auch nur bekannte Titel anderer aus, die sie Woche für Woche ihrer Hörerschaft bis zum Erbrechen vorsetzen. Ich bin kein ausgebildeter Nachrichtensprecher und möchte auch keine weitere Chartshow aufziehen. Mein Ziel ist lediglich, euch zu unterhalten. Ich mache immer noch alles selber. Daher investiere ich auch entsprechend deutlich mehr Zeit. Ich betone Freizeit in diese hübsche Sendung namens Hottentot. Über den Sommer werde ich also weniger Neuvorstellungen präsentieren. Jedoch arbeite ich weiterhin an frischen Stücken, die ich dann ab Jahresende veröffentlichen möchte. Ein reichhaltiges Programm wird es trotzdem geben. Ich arbeite an so vielen Projekten, dass diese Sendung sicher nicht weniger unterhält, wenn man einige Titel ein paar Mal öfter hört. Bei anderen Sendungen gibt es eine Sommerpause. Bei Hottentot immerhin nur eine Sommerflause. Ich wünsche trotzdem weiterhin viel Spaß. Wunderbar, wunderbar. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. You took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love. This was more than I had ever been afraid of. Another life, another happy ending. It cuts like a knife. Another place, another time. Another hand to touch, another sun to shine. You got me deeper than deep, and I'm constantly blind.
Und es macht mich stolz und dankbar. Stop it. Jetzt folgen eigene bekannte musikalische Werke. Ich beginne mit meinen musikalischen Beitrag mit Giovanni Trapattoni im Vordergrund mit dem Titel Was erlaube Strunz zur Instrumentalisierung von Purs Abenteuerland. Darauf folgt: Glaubt ihr, ich lass mir was sagen, ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk? Zur musikalischen Hinterlegung bearbeitete ich Elke Breke Hart von Billy Ray Cyrus. Anschließend spiele ich Guru Gott, ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk, bei dem ich zur musikalischen Hinterlegung Swim Below as Leviathans von den Fireproof Babies bearbeitete. Viel Spaß! Es gibt im Moment diese Mannschaft und einige Spieler. Es geht nur gemeinsam. Vergessen ihnen Profi, was sie sind. Die kommt aus dem Nichts. Ich lese nicht sehr viele Zeitungen, ich habe gehört. Ich rede mit dir, merkst du das nicht oder was? Viele Situationen. Erstens. Die Ergebnisse sind sowieso nicht für mich zufriedenstellend. Wir haben nicht offensiv gespielt. Es gibt keine deutsche Mannschaft, Spiel offensiv und Dynamo offensiv wie Bayern. Letztes Spiel hatten wir im Platz drei Spitzen. 15.000 Menschen bei der letzten Demonstration von Pegida. Da hört sich wunderbar an. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Komm mit mir ins Abenteuerland auf deine eigene Weise. Komm mit mir ins Abenteuerland. Der Eintritt kostet den Verstand. Komm mit mir ins Abenteuerland und tu's auf deine Weise. Deine Fantasie schenkt dir an Land, das Abenteuerland. Alter, Janka und Ziegler. Ihr müsst ja nicht vergessen, Ziegler. Und du kleiner Blindvogel, darfst auch mitspielen? Weil ich genau die gleichen Rechte habe wie du. Hat Papi 50 Euro bezahlt in die Kasse oder was? Sicher ist eines bisschen mehr Mehmet, mehr Basler. Wenn das Spiel fällt, zum Schauplatz brutaler Gewalt wird. Ist klar, diese Wörter, ich möglichst verstehe, was ich halt gesagt. Pakistani. Ja. Dann. ACDC. Offensiv. Offensiv ist wie machen wir im Platz. Er war Kampfsportler gewesen. Zweite, ich habe erklärt. Das sind abendfüllende Vorträge, um das zu beantworten. Genau, also dann lassen Sie mich bitte ausreden. Mit diesen Beispielen. Direkt ins Gesicht gespuckt. Komm mit mir ins Abenteuerland, auf deine eigene Reise. Komm mit mir ins Abenteuerland, der Eintritt kostet den Verstand. Komm mit mir. Mehr als 99% von ihnen geht es um Fußball und nicht um Gewalt. Nach Dortmund brauche vielleicht halbzeit Pause. Das ist doch unglaublich. Dann müsst ihr euch aber einen neuen Vorstand holen. Frau Merkel sagt, wir schaffen das. Eliminated. Ich habe auch andere Mannschaften gesehen in Europa. Wir sind Freunde der USA. Nach diesem Mittwoch. Ich habe gesehen auch zwei Tage der Training. Ein Trainer ist ein Idiot. Wenn es dann hart auf hart kommt, ziehen wir alle Schwanz ein. Ein Trainer sei... Seh, was passiert im Platz. Es soll ein mystischer Ort sein, hat man uns gesagt.
wo der Schiri zum Freiwild wird. Es gibt Spieler wie zwei oder drei, die diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. 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 Albert, Janka und Ziegler. Ihr müsst ja nicht vergessen, Ziegler. Wie eine Flasche leer. Der berühmte schwarze Mann? Haben Sie gesehen Mittwoch? Welche Mannschaft hat gespielt Mittwoch? Easy, Dizzy. Wir brauchen euch als Freunde. Hat gespielt Mehmet? Oder gespielt Balder? Oder gespielt Trapattoni? Albert, Janka und Ziegler. Ihr müsst ja nicht vergessen, Ziegler. Wie eine Flasche leer. Diese Spieler beklagen mehr als Spiel. Es gibt keine deutsche Mannschaft spielt offensiv oder dynamisch offensiv wie Bayern. Wie eine Flasche leer. Wissen Sie, warum die italienische Mannschaft kauft nicht diese Spieler? Wir sind Freunde der USA. Weil wir haben gesehen, viele Male zum Spiel. Wie eine Flasche leer. Dieses Gefühl, wann könnte wo was explodieren? Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Aber gesagt, sie nicht spielen für die italienischen Meisters. Pakistan hin. Frau Merkel sagt, wir schaffen das. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Populistische Geschichte. Truth. Truth ist zwei Jahre hier, hat gespielt sein Spiel. Ist immer verletzt. Destroy. Was erlaubt? Truth. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Feuerzeuge und Papierschlangen geworfen. Der Funktionär und der Fan. Der Ultra. Letzte Jahre Meister geworden mit Amann. Eine Liga. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Diese Spieler waren Spieler. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkurve nicht zu finanzieren. Er war Meister geworden. Wir haben nicht offensiv gespielt. Er war Meister geworden. Er war Meister geworden. Er war Meister geworden. Dann gehen wir doch wieder dahin. Ich bin immer verletzt. Da hört sich wunderbar an. Ich spiele 25 Spiele in dieser Mannschaft, in diesem Verein. Und du kleiner Blindvogel, darfst auch mitspielen? Wie eine Flasche leer. Musst du respektieren die anderen Kollegen. Aber viel nette Kollegen. Das ach, alles, was... Sie nein. Gehen mir auf den Sack, echt. Stellen Sie den Kollegen die Frage. Ja, machen wir nicht mit. Aber keine Mut an Worten. Das ist die Küchenwaage, mit der Sie den TNT-Sprengstoff abgewogen haben. Aber ich weiß, was denken über diese Spieler. Unser Held im Himbeerfeld. Ein Trainerin ist ein Idiot. Jeden Tag das gleiche Muster. Müssen zeigen, yes, ich will Samstag. Diese Spieler müssen, zeige mich, es sei die Fans, müssen alleine das Spiel gewinnen. Müssen alleine das Spiel gewinnen. Frau Merkel sagt, wir schaffen das. Und das ist populistisch. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Ich bin müde, yes, der wartet diese Spieler, der verteidige diese Spieler. Geht schnell, ne? Ich habe immer die Schulde. Ich habe immer die Schulde.
Ich bin müde jetzt der Warte dieses Spieler, der Verteidiger dieses Spieler. Ich habe immer die Schulde. Ich habe immer die Schulde. Was erlaube Strunz über diese Spieler? Das Stadion als gewaltfreie Zone. Einig Mario, einig andere Mehmet. Strunz, ich spreche nicht an, gespielt nur 25% des Spiels. Wie eine Flasche leer. Was erlaube Strunz? Ich habe fertig. Das, finde ich, war gerade wirklich ein Bericht, der mal auch versucht, ein bisschen realistischer das Ganze auch darzustellen. Hat mir gut gefallen. Komm mit. Glaubt der Straßburger Starken, der beantwortet euch die Fragen. Ich sage nein, das darf nicht sein. Ich werde Herr meiner Entscheidungen sein. Ich lasse mir nur Landisch sagen und ich lasse mich das Fest nicht jagen. Ich werde Herr meiner Entscheidungen sein. Mein Wille zählt und nicht dein. Ich gehe meine eigenen Wege. Ich strebe nicht viel auf dummes Geräte. Ich behalte stets mein Ziel vor Augen. Das alleine kann man schon nicht glauben. Immer aufwärts in vollem Gang. Immer vorwärts, solange man kann. Im gerechten Schritt voraus. Mancher blickt zurück und fängt Applaus. Glaubt ihr, ich lasse mir was sagen? Gern beantworte ich die Fragen. Ich sage nein, das darf nicht sein. Ich werde Herr meiner Entscheidungen sein. Ich lasse mir nur Landisch sagen und ich lasse mich das Recht nicht jagen. Ich werde Herr meiner Entscheidungen sein. Mein Wille zählt und nicht dein. Aufgeben kommt für mich nicht in Frage. Ich finde einen Weg für meinen Darken. Und auch wenn ich noch so viel Gepäck trage, muss man mich noch lange ertragen. Ohne Weichen, ohne Klagen, ohne nach dem Ende zu fragen. Werde ich jeden Sturm ertragen und bin am Ende in einer guten Lage. Glaubt ihr, ich lasse mir was sagen? Gern beantworte ich die Fragen. Ich sage nein, das darf nicht sein. Ich werde Herr meiner Entscheidungen sein. Ich lasse mir nur Landisch sagen und ich lasse mich das Recht nicht jagen.
ich werde Herr meiner Entscheidungen sein. Mein Wille zählt und nicht sein. Ich lasse mich nicht unter Krieg. Ich werde niemandem erliegen. Meinen Respekt verdient man sich. Wer das nicht kann, ist im Stich. Ich muss nicht viel auf andere geben. Dummes Gelaber soll man sich für sich selber aufgeben. Jeder ist seines Glückes Schmied. Dafür braucht es weder Fähnchen, Weißei noch Vieh. Glaubt ihr, ich lass mir was sagen? Gern beantworte ich die Fragen. Ich sag nein, das darf nicht sein. Ich werde Herr meiner Entscheidungen sein. Ich lasse mir mein Land nicht sagen. Und ich lasse mich das Recht nicht jagen. Ich werde Herr meiner Entscheidungen sein. Mein Wille zählt und nicht dein. Glaubt ihr, ich lasse mir was sagen? Gern beantworte ich die Fragen. Ich sag nein, das darf nicht sein. Ich werde Herr meiner Entscheidungen sein. Ich lasse mir mein Land nicht sagen. Und ich lasse mich das Recht nicht jagen. Ich werde Herr meiner Entscheidungen sein. Mein Wille zählt und nicht dein. Deine Nüsse sind nur noch Schrott. Guru, Guru, Guru Gott. Warum machst du das Komplott? Guru, Guru, Guru Gott. Für Gold und Silber all der Schmerz. Guru, Guru, Guru Gott. Für manche bist du ein echter Scherz. Er trifft sich heimlich mit Verwandten, die in seinem Dienst gestanden. Alles nur für das eine Ziel und das bedeutet ihm sehr viel. Er möchte eine echte Dame sein, doch dafür ist er noch nicht fein. Er möchte noch etwas verlieren und muss dabei sehr viel riskieren. Guru, Guru, Guru Gott, deine Nüsse sind nur noch Schrott. Guru, Guru, Guru Gott, warum machst du das Komplott? Guru, Guru, Guru Gott, für Gold und Silber all der Schmerz. Guru, Guru, Guru Gott, für manche bist du ein echter Scherz. Du möchtest gern ein Mädchen sein, doch Gott sagte zu dir nein. Du musst das Glück auf Erden suchen, damit dich edle Männer rufen. Ansonsten hast du keine Freude mehr und alles fällt dir nur sehr schwer. Du riskierst alles mit deinem Glauben, während andere dir die Ehre rauben. Guru, Guru, Guru Gott, deine Nüsse sind nur noch Schrott. Guru, Guru, Guru Gott, warum machst du das Komplott? Guru, Guru, Guru Gott, für Gold und Silber all der Schmerz. Guru, Guru, Guru Gott, für manche bist du ein echter Scherz. Sicher erwartet mich jetzt ein Fluch, daher wage ich nur noch einen Versuch. Als Frau willst du im Leben stehen, deine Eier müssen dafür gehen. So einfach ist es für dich nicht, doch du erwartest das auch nicht. Du möchtest eine Königin sein und das mit Sack, das ist nicht fein. Guru, Guru, Guru Gott, deine Nüsse sind nur noch Schrott. Guru, Guru, Guru Gott. Warum machst du das Komplott? Guru, Guru, Guru Gott, für Gold und Silber all der Schmerz. Guru, Guru, Guru Gott, für manche bist du ein echter Scherz. Guru, Guru, Guru Gott, deine Nüsse sind nur noch Schrott. Guru, Guru, Guru Gott, warum machst du das Komplott? Guru, Guru, Guru Gott, für Gold und Silber all der Schmerz. Guru, Guru, Guru Gott, für manche bist du ein echter Scherz.
Hallo Welt! In der Welt geschieht so vieles und leider geht vieles davon zwangsläufig an einem vorbei. Bei manchen Themen mag das wirklich schade sein. Daher spreche ich hiermit gerne eine Einladung für alle wichtigen Anliegen und ebenso an alle eventuellen Interviewpartner aus. Leider kann ich auch nicht auf alles reagieren, was auf der Welt geschieht. Doch ich bin für jedes Thema offen und womöglich lohnt sich das Anschreiben. Gleiches gilt für alle Musiker. Gerne könnt ihr mich bezüglich eurer Kompositionen kontaktieren. Vielleicht lässt sich davon irgendwas verwenden. Ähnliches gilt für alle möglichen Belange, die mich vielleicht teilweise derzeit noch gar nicht erreichen mögen. Eine kurze Nachricht reicht. Ich freue mich. Wunderbar. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das Ach, alles, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. Ja, you took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love, and this was more than I had ever been afraid of. Another life, another happy ending. It cuts like a knife. Another place, another time, another hand to touch, another sun to shine. You got me deeper than deep, and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Jetzt folgen eigene bekannte musikalische Werke. Ich beginne mit Der Hönes. Ein musikalisches Werk, welches ich neben Verwendung von Zitaten selbst einsprach, mit der musikalischen Hinterlegung von einer von mir bearbeiteten Version von Paint the Sky von Hans Atom. Darauf folgt Gib ihm nicht die Hand. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk, bei dem ich zur musikalischen Hinterlegung Ave Maria Hip-Hop-Instrumente von Robert Ho bearbeitete. Anschließend spiele ich Heute ist dein Ehrentag. Ein selbstproduziertes musikalisches Werk, welches ich selbst schrieb und auch selbst einsprach und zur musikalischen Hinterlegung Skill Behover von Klaus bearbeitete. Danach lass ich hören, Du willst die ganze Welt erobern. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk. Für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich Verrückt von Eisbrecher. Und last but not least, Wie eine Flasche leer. Meine Zitatsammlung mit dem Interpreten Giovanni Trapattoni. Zur Instrumentalisierung einer von mir bearbeiteten Version des Songs Why Did I Fall For You, welchen im Original Copperhead veröffentlichte. Viel Spaß! Thank you.
Der Hoeneß, der macht Würste, er lässt auf Ort die Fürze. Man muss ihn nicht dran bitten oder zeigen. Tippen. Er nimmt so schnell ein schwarzes Schwein. Kritiker über Spieler, über die Ergebnisse, ja. Man ist über der Training. Über der Training, nein. Oh, schwarzes Schwein. Tippen. Oh, schwarzes Schwein. Tippen. Nein. Oh. Bitten. Sicken. Tippen. Oh. Lippen. Kippen. Tippen. Oh. Der Rotkopf aus Bayern, Hinterzug nach Steuern, machte danach Selbstanzeige. Der Verein ist mehr oder weniger pleite. Das ist eine populistische Scheiße. Davor machte er Würste, auch aus dem Körperteil der Fürze. Von unten ganz hoch arbeitete er sich. Das ist doch unglaublich. Müssen verstehen, warum wir machen wenig. Der Hoeneß, der macht Würste, er lässt sie fahren die Fürze. Man muss ihn nicht dran bitten oder zeigen. Tippen. Er nimmt so schnell ein schwarzes Schwein. Kritiker über Spieler, über die Ergebnisse, ja. Man ist über der Training. Über der Training, nein. Oh, schwarzes Schwein. Tippen. Oh, schwarzes Schwein. Tippen. Nein. Oh. Bitten. Sicken. Tippen. Oh. Lippen. Kippen. Tippen. Oh. Außer Amt und doch nicht faul. Vielleicht wie früher laut, wenn er gegen Metallstäbe klopft. Was kennen Sie über die, was Stress haben die Spieler im Kopf? Trotz zu manchen Ticks kennt der Hoeneß alle Tricks. Was Stress haben die Spieler im Kopf? Gegner packt er sich beim Schopf. Kaum ein Deckel passt auf diesen Topf. Der Hoeneß, der macht Würste, er lässt sie auf die Fürze. Man muss ihn nicht lang bitten oder zeigen. Tippen. Er nimmt so schnell ein schwarzes Schwein. Kritiker über Spieler, über die Ergebnisse, ja. Man ist über der Training. Über der Training, nein. Oh, schwarzes Schwein. Tippen. Oh, schwarzes Schwein. Tippen. Nein. Oh. Bitten. Sicken. Tippen. Oh. Lippen. Kippen. Tippen. Oh. Vergrabe sie am besten ganz tief im Sand. Er sieht ganz normal aus, lässt selten mal die Sau raus, ohne Bart und Schnurrbart hier. Aber was du nicht tun darfst, verrate ich dir. Gib ihm nicht die Hand. Gib ihm nicht die Hand. Gib ihm nie die Hand. Vergrabe sie am besten ganz tief im Sand. Er ist Moslem, die stehen nicht da drauf. Er ist Moslem, kommt selten aus dem Haus. Er betet nur den ganzen Tag. Und schon oft hat eine Frau gesagt: Gib ihm nicht die Hand. Gib ihm nicht die Hand. Gib ihm nie die Hand. Vergrabe sie am besten ganz tief im Sand. Der Ober schiebt ihm den Stuhl ran, aber beachtet dich nicht, denn er ist ein Mann, ein muslimischer Mann. Für ihn existiert nicht mal dein Gesicht. Gib ihm nicht die Hand. Gib ihm nicht die Hand.
gib ihm nie die Hand, vergrabe sie am besten ganz tief im Sand. Gehe nie Hand in Hand mit seinem Freund, vor sowas man hier auf jeden Fall scheut. Ein schwules Pärchen ist aber ganz normal, da schaut man noch nicht einmal. Gib ihm nicht die Hand. Gib ihm nicht die Hand. Gib ihm nie die Hand. Vergrabe sie am besten ganz tief im Sand. Gehe entlang an der Wand, niemals mit deinem Freund Hand in Hand. Sowas sieht man hier gar nicht gern, die Polizei wartet nur, dich zu entfernen. Gib ihm nicht die Hand. Gib ihm nicht die Hand. Gib ihm nie die Hand. Vergrabe sie am besten ganz tief im Sand. Heute ist ein Ehrentag mit all dem, was du so magst. Du stehst heute im Mittelpunkt in Glamour, Gold und Prunk. Alle guten Wünsche sollen in Erfüllung gehen, um kraftvoll ins nächste Jahr zu gehen. Einen schönen Tag voll Sonnenschein, nicht allein zu sein mit all dem, was für dich wichtig ist. Im Familienkreise glücklich bist. Heute ist ein Ehrentag mit all dem, was du so magst. Du stehst heute im Mittelpunkt in Glamour, Gold und Prunk. Alle guten Wünsche sollen in Erfüllung gehen, um kraftvoll ins nächste Jahr zu gehen. In glücklicher Runde, in unserem Bunde, nicht nur heute die Kunde, sondern immer verbunden. Heute ist ein Ehrentag mit all dem, was du so magst. Du stehst heute im Mittelpunkt in Glamour, Gold und Prunk. Alle guten Wünsche sollen in Erfüllung gehen, um kraftvoll ins nächste Jahr zu gehen. Wir wollen dich noch lange bei uns haben. Das kann ich dir nicht oft genug sagen. Die Erinnerung an dich werden wir immer bei uns tragen. Wir wollen dich möglichst lange bei uns haben. Heute ist ein Ehrentag mit all dem, was du so magst. Du stehst heute im Mittelpunkt in Glamour, Gold und Prunk. Alle guten Wünsche sollen in Erfüllung gehen, um kraftvoll ins nächste Jahr zu gehen. Glück und Segen sollen dir begegnen, auf all deinen Wegen schöne Zeiten ebnen. Heute ist ein Ehrentag mit all dem, was du so magst. Du stehst heute im Mittelpunkt, in Glamour, Gold und Prunk. Alle guten Wünsche sollen in Erfüllung gehen, um kraftvoll ins nächste Jahr zu gehen. Mache was aus diesem Tag, den man nur einmal im Jahr hat. Wir wünschen dir alle nur das Beste, sind und bleiben gerne deine Gäste. Heute ist ein Ehrentag mit all dem, was du so magst. Du stehst heute im Mittelpunkt in Glamour, Gold und Prunk. Alle guten Wünsche sollen in Erfüllung gehen, um kraftvoll ins nächste Jahr zu gehen.
Du willst die ganze Welt erobern, möchtest in jedem Land umsprungen, möchtest, dass jeder deinen Namen kennt und jeder dir Beachtung schenkt. Du willst jeden wissen lassen, was du willst. Du willst jeden fühlen lassen, was du fühlst. Doch dabei gehst du sehr schnell zu weit. Rastlosigkeit vertreibt die Heiterkeit. Schnell wirst du das Ziel hinausgeschossen. Kälte, Gewalt und Blut wird vergossen. Das führt natürlich zur Gegenwehr. Die Autorität wird hoch und herzig gewährt. Immer mehr Menschen werden sich dagegen stellen. Versuchen, diesen dunklen Platz wieder zu erhellen. Das wiederum lässt uns natürlich gar nicht bilden. Man versucht sehr schnell, es zu vergelten. Du willst die ganze Welt erobern, möchtest in jedem Land rumstromern, möchtest, dass jeder deinen Namen kennt und jeder dir Beachtung schenkt. Du willst jeden wissen lassen, was du willst. Du willst jeden fühlen lassen, was du fühlst. Doch dabei gehst du sehr schnell zu weit. Rastlosigkeit vertreibt die Heiterkeit. Reue kann man dir nicht gewinnen. Dir geht es zuerst darum, den Sieg zu erringen. Die Welt liegt dafür in Schutt und Asche. Kaum jemand kann die Grausamkeiten fassen. Du hinterlässt tiefen Schmerz noch für Jahrzehnte. Deine Helfer dürfen alle ein baldiges Ende. Niemand möchte solche Taten jemals wieder erleben. Für deine Ideale wird man sehr schnell aufzustreben. Du willst die ganze Welt erobern, möchtest in jedem Land rumstromern, möchtest, dass jeder deinen Namen kennt und jeder dir Beachtung schenkt. Du willst jeden wissen lassen, was du willst. Du willst jeden fühlen lassen, was du fühlst. Doch dabei gehst du sehr schnell zu weit. Rastlosigkeit vertreibt die Heiterkeit. Du willst die ganze Welt erobern, möchtest in jedem Land rumstromern, möchtest, dass jeder deinen Namen kennt und jeder dir Beachtung schenkt. Du willst jedem wissen lassen, was du willst. Du willst jedem fühlen lassen, was du fühlst. Doch dabei gehst du sehr schnell zu weit. Rastlosigkeit vertreibt die Heiterkeit. Wie eine Flasche leer. 15.000 Menschen bei Pegida. Wie eine Flasche leer. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wie eine Flasche leer. Und die Hecke und keine Allianz Arena. Wie eine Flasche leer. Ich weiß was denken über diese Spiele. Hurensohn. Wie eine Flasche leer. Dann müsst ihr euch aber neuen Vorstand holen. Wie eine Flasche leer. Musst ihr respektieren die anderen Kollegen. Aber viel nette Kollegen. Wie eine Flasche leer. Kollege. Wie eine Flasche leer. Kollege, Kollege! Wunderbar! Wie eine Flasche leer! Musst du respektieren, der andere Kollege! Wie eine Flasche leer! Der Funktionär und der Fan. Der Ultra. Wie eine Flasche leer! Kollege, Kollege, Kollege! Wie eine Flasche leer! Die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer! Albert, Janka und Ziegler. Ihr müsst nicht vergessen, Ziegler. Wie eine Flasche leer. Es gibt keine deutsche Mannschaft, Spiel offensiv und Dynamo offensiv wie Bayern. Wie eine Flasche leer. Ich bin müde jetzt, erwarte dieses Spiel und verteidige diese Spieler. Wie eine Flasche leer. Letzte Jahre Meister geworden mit Amann, Neringer. Wie eine Flasche leer. Du pfeifst hier nie wieder, du Vollidiot. Die wieder, die wieder, die wieder, die wieder. Wie eine Flasche leer. Lieber gehe ich in die
Regionalliga. Wie eine Flasche leer. 15.000 Menschen bei Pegida. Wie eine Flasche leer. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wie eine Flasche leer. Und die hätten wir nämlich keine Allianz Arena. Wie eine Flasche leer. Ich weiß was denken über diese Spiele. Hurensohn. Wie eine Flasche leer. Dann müsst ihr euch aber einen neuen Vorstand holen. Wie eine Flasche leer. Musst ihr respektieren die anderen Kollegen. Aber viel nette Kollegen. Wie eine Flasche leer. Kollege. Wie eine Flasche leer. Kollege. Kollege. Wunderbar. Wie eine Flasche leer. Musst ihr respektieren die anderen Kollegen. Wie eine Flasche leer. Der Funktionär und der Fan. Der Ultra. Wie eine Flasche leer. Kollege. 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 Wie eine Flasche leer. Wie eine Flasche leer. Lieber gehe ich in die Regionalliga. Der Funktionär und der Fan. Der Ultra. Wie eine Flasche leer. Jetzt kommen auch noch die Fans. Also es muss er nicht verstehen. Ich verstehe. Seh. Ich verstehe. Seh. Wie eine Flasche leer. Ich verstehe. Seh. Ein Trainer ist ein Idiot. Aber das hat 140 Millionen Euro gekostet. Jetzt kommen auch noch die Fans. Also es. Ich habe fertig. Wie eine Flasche leer. 15.000 Menschen bei Pegida. Wie eine Flasche leer. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wie eine Flasche leer. Und die hätten wir nämlich keine Allianz Arena. Wie eine Flasche leer. Ich weiß was denken über diese Spiele. Hurensohn. Wie eine Flasche leer. Dann müsst ihr euch aber einen neuen Vorstand holen. Wie eine Flasche leer. Musst ihr respektieren die anderen Kollegen. Aber viel nette Kollegen. Wie eine Flasche leer. Kollege. Wie eine Flasche leer. Kollege, Kollege. Wunderbar. Wie eine Flasche leer. Musst ihr respektieren die anderen Kollegen. Wie eine Flasche leer. Der Funktionär und der Fan. Der Ultra. Wie eine Flasche leer. Kollege, Kollege, Kollege. Wie eine Flasche leer. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. Ja, you
took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love, and this was more than I had ever been afraid of. Another life, another happy ending. It cuts like a knife. Another place, another time. Another hand to touch, another sun to shine. You got me deeper than deep, and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Stop it. Jetzt folgen eigene bekannte musikalische Werke. Ich beginne mit: Wir kennen uns zwar schon, wir sitzen uns aber noch. Bei diesem musikalischen Werk konzentrierte ich mich vor allem auf die Zitate von Stefan Raab. Zur musikalischen Hinterlegung bearbeitete ich Bilinski von Rockavaco. Darauf folgt: Ich fahr für dich in die Hölle. Eine vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk. Für die musikalische Hintermalung dieser Version bearbeitete ich Saxo Workout Fine Vocals von Dionyx. Anschließend spiele ich Kein Schutz für Kinder. Ein von mir vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk zur musikalischen Hinterlegung einer von mir bearbeiteten Version von Heavenly Harp von Thomas Fusion. Danach lasse ich hören: Ich bin nicht verrückt. Jemand hat mich testen lassen. Ein musikalisches Werk, bei dem ich mich hauptsächlich auf die Zitate von Sheldon Cooper und Professor Erlangen bezog. Somit lautet die Interpretenbezeichnung Sheldon Cooper feat. Professor Erlangen. Zur musikalischen Hinterlegung bearbeitete ich Don't Be Stupid, You Know I Love You von Shania Twain. Und last but not least: Ich liebe dich, mein Küken. Eine vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk zur musikalischen Unterstreichung einer von mir bearbeiteten Version von Why I'm Unlovable von den Fireproof Babies. Viel Spaß! Sind ja Sie-Form geschrieben, wir kennen zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Ja. Aber jetzt sag doch. Wir kennen zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Jetzt kommt's ja erst noch. Wir kennen zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Wir kennen zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Aber jetzt sag doch. Wir kennen zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Aber jetzt sag doch. Wir kennen zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Aber jetzt sag doch. Hat er Ihren Platz zu Hause? Den habe ich noch. Ja? Ich habe den Raab der Woche, der steht im Büro. Hey, außerdem macht der Kollege das immer gut. Und wie ich den einschätze, auch noch lange. Wenn ich längst pensioniert bin, macht er das immer noch. In der Sie-Form geschrieben, wir kennen zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Ja. Aber jetzt sag doch. Wir kennen zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Jetzt kommt's ja erst noch. Wir kennen zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Wir kennen zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Aber jetzt sag doch. Wir kennen zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Aber jetzt sag doch. Wir kennen zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Aber jetzt sag doch. Machst du heute nicht mehr? Elton macht das manchmal noch. Lisa Loch, das war ein Mädel, die heißt nun mal Lisa Loch. Zimmerfrei und Wochenshow. Zimmerfrei und ja. Die Wochenshow. Harte Konkurrenz. Hab mich draußen vor die Tür gestellt und hab noch für die Kamera so eine Abmoderation gemacht. So nach dem ja. Jetzt kommt's ja erst noch.
sind ja Sie vorhin geschrieben, wir kennen es zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Ja. Aber jetzt sag doch. Wir kennen es zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Jetzt kommt ja erst noch. Jetzt kommt ja erst noch. Wir kennen es zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Wir kennen es zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Aber jetzt sag doch. Wir kennen es zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Aber jetzt sag doch. Wir kennen es zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Aber jetzt sag doch. Vielleicht dieses Jahr, vielleicht. Noch nichts noch. Wir kennen es zwar schon, ja, wie sieht es aber noch? Gibt noch, das nehme ich jetzt mit, einen Vermittlungsbedarf. Und eigentlich müsste sich das aber doch regeln lassen. Also, jetzt kommen auch noch die Fans. Also vielleicht dieses Jahr, vielleicht. Noch nichts noch. Sind ja Sie vorhin geschrieben, wir kennen es zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Ja. Aber jetzt sag doch. Wir kennen es zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Jetzt kommt ja erst noch. Jetzt kommt ja erst noch. Wir kennen es zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Wir kennen es zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Aber jetzt sag doch. Wir kennen es zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Aber jetzt sag doch. Wir kennen es zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Aber jetzt sag doch. Wir kennen es zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Haben Sie gesehen Mittwoch? Welche Mannschaft hat gespielt Mittwoch? Wir kennen es zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Nach diesem Mittwoch. Korruptes Arschloch. Oh, ich will dich so sehr. Wir kennen es zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Oh, ich will dich so sehr. Wir kennen es zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Oh, ich will dich so sehr. Wir kennen es zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Sind ja Sie vorhin geschrieben, wir kennen es zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Ja. Aber jetzt sag doch. Wir kennen es zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Jetzt kommt ja erst noch. Jetzt kommt ja erst noch. Wir kennen es zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Wir kennen es zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Aber jetzt sag doch. Wir kennen es zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Aber jetzt sag doch. Wir kennen es zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Aber jetzt sag doch. Sind ja Sie vorhin geschrieben, wir kennen es zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Ja. Aber jetzt sag doch. Wir kennen es zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Jetzt kommt ja erst noch. Jetzt kommt ja erst noch. Wir kennen es zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Wir kennen es zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Aber jetzt sag doch. Wir kennen es zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Aber jetzt sag doch. Wir kennen es zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Aber jetzt sag doch. Alles, was es will, mit deinem Bild in meinem Kopf, nichts bedeutet mir so viel. Ich achte nur darauf, dass du an meiner Seite glücklich bist. Das ist alles. Du bist alles, was für mich wichtig ist. Ich lasse dich frei sein, doch ich will bei dir sein. Du bist meine Königin, ich dein Prinz. Du bekommst alles, weil du mein Herz gewinnst. Hölle, 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 Hölle. Feuer, 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 Feuer. Liebe, 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 Liebe. Alles einfach nur für dich. Ich fahre dich in die Hölle. Das ist alles, was ich will. Mit deinem Bild in meinem Kopf. Nichts bedeutet mir so viel. Ich achte nur darauf, dass du an meiner Seite glücklich bist. Das ist alles. Du bist alles, was für mich wichtig ist. Hölle, 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 Hölle. Feuer, 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 Feuer. Liebe, 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 Liebe. Alles einfach nur für dich. Ich finde dich sehr attraktiv, auch in Schlapperpulli und in Jeans. Du bist die Frau, um die sich mein gesamtes Leben dreht. Ich tue alles für dich und möchte nur, dass du niemals gehst.
einem Bild in meinem Kopf und du drückst auf diesen Knopf. Deine Liebe in meinem Herz vertreibt jeden Kummer und auch Schmerz. Ich fahre dich in die Hölle, das ist alles, was ich will. Mit deinem Bild in meinem Kopf, nichts bedeutet mir so viel. Ich achte nur darauf, dass du an meiner Seite glücklich bist. Das ist alles, du bist alles, was für mich wichtig ist. Deinem Bild in meinem Kopf und du drückst auf diesen Knopf. Deine Liebe in meinem Herz vertreibt jeden Kummer und auch Schmerz. Ich lasse dich gerne die Zügel schießen, doch bitte tu kein Öl ins Feuer gießen. Du kannst jederzeit gehen, doch bitte komm immer wieder zu mir zurück. Du weißt genau, du bist und warst schon immer mein ganz großes Glück. Ich fahre dich in die Hölle, das ist alles, was ich will. Mit deinem Bild in meinem Kopf, nichts bedeutet mir so viel. Ich achte nur darauf, dass du an meiner Seite glücklich bist. Das ist alles. Du bist alles, was für mich wichtig ist. Ich fahre dich in die Hölle. Das ist alles, was ich will. Mit deinem Bild in meinem Kopf. Nichts bedeutet mir so viel. Ich achte nur darauf, dass du an meiner Seite glücklich bist. Das ist alles. Du bist alles, was für mich wichtig ist. Kein Schutz für Kinder, nicht selbstverständlich gesagt. Kein Schutz für Kinder, nicht zu viel, sonst in der Seele nah. Kein Schutz für Kinder, er drückt das kleine Herzchen nicht. Kein Schutz für Kinder, jedes Wort aus reinem Gewissen spricht. Kein Schutz, kein Schutz für Kinder, lasst sie frei, das wirkt manchmal Wunder. Kein Schutz, kein Schutz, kein Schutz für Kinder. Nicht eingesperrt werden sie schnell munter. Rabenmütter will man nicht, doch nicht gegen eigene Erfahrung spricht. Lasst Kinder kleine Fehler machen, über die sie später selber lachen. Eingesperrt in Stacheldraht, überempfindlich an Übereifer naht. Ohne Angst, ein Kind gerne einen Fehler wagt. Reines Gewissen, nicht am kleinen Herzen nach. Die brauchen Schutz, doch nicht zu viel. Sonst ist der Spaß sehr schnell verspielt. Werte, Normen bringt sie ihnen bei. Doch lasst sie in Herz und Kopf noch frei. Kein Schutz, kein Schutz, kein Schutz für Kinder. Lasst sie frei, das wirkt manchmal Wunder. Kein Schutz, kein Schutz, kein Schutz für Kinder. Nicht eingesperrt werden sie schnell munter. Kein Schutz für Kinder, nicht selbstverständlich gesagt. Kein Schutz für Kinder, nicht zu viel, sonst in der Seele nah. Kein Schutz für Kinder, er drückt das kleine Herzchen nicht. Kein Schutz für Kinder, jedes Wort aus reinem Gewissen spricht. Kein Schutz, kein Schutz, kein Schutz für Kinder. Lasst sie frei, das wirkt manchmal Wunder. Kein Schutz, kein Schutz, kein Schutz für Kinder. Nicht eingesperrt werden sie schnell munter. Sie gehen mit offenen Augen durch die Welt.
Sie wissen selbst, was zu Ihrem Glück noch fehlt. Machen sich die Welt, wie es Ihnen gefällt. Kein Mensch so gern etwas verdreht. Reines Herz, Gewissen, Seele, freier Geist. Merken Sie schnell, wie man den Laden schmeißt. Zeigen Erwachsenen gern Fehler auf. Dieses Tun ist schnell verbaut. Schützt Sie nicht vor kleinen Fehlern. Helft Ihnen auf Ihren Tretern. Selbstbewusst, Fuß vor Fuß, wissen Sie schnell selbst, wie man Gutes tut. Kein Schutz für Kinder, lasst sie frei, das wirkt manchmal Wunder. Kein Schutz für Kinder, nicht eingesperrt, werden sie schnell munter. Kein Schutz für Kinder, mistreißerisch gesagt. Kein Schutz für Kinder, nicht zu viel, sonst an der Seele nah. Kein Schutz für Kinder, erdrückt das kleine Herzchen nicht. Kein Schutz für Kinder, jedes Wort aus reinem Gewissen spricht. Kein Schutz für Kinder, lasst sie frei, das wirkt manchmal Wunder. Kein Schutz für Kinder, nicht eingesperrt, werden sie schnell munter. Kein Schutz für Kinder, mistreißerisch gesagt. Kein Schutz für Kinder, nicht zu viel, sonst an der Seele nah. Kein Schutz für Kinder, erdrückt das kleine Herzchen nicht. Kein Schutz für Kinder, jedes Wort aus reinem Gewissen spricht. So, wenn Sie schon meine Vorlesung von Anfang an besuchen, dann können Sie wenigstens ruhig sein. Ja, und jetzt raus aus dem Hörsaal, alle, die hier nicht sitzen, raus. Aber hopp, hey, ich komme hier oben rauf. Da meinen Sie, ich sage hier unten nur was und meine es nicht so. Die ich erwische, die noch oben sind, die mache ich sowas zur Sau, sage ich Ihnen. Sowas zur Sau. Da schaffen Sie es nicht mehr auf den Ökobauernhof. Raus hier aus dem Hörsaal. Raus, aber flott. Ja, das geht ja noch. Raus. Manchmal wacht man morgens auf und denkt, ich bin so ein kleines Schwein. Ich bin nicht verrückt. Meine Mutter hat mich testen lassen. Ich bin nicht verrückt. Meine Mutter hat mich testen lassen. Ich bin nicht verrückt. Meine Mutter hat mich testen lassen. Ich bin nicht verrückt. Jemand hat mich testen lassen. Ich bin nicht verrückt. Meine Mutter hat mich testen lassen. Ich bin nicht verrückt. Jemand hat mich testen lassen. Ich bin nicht verrückt. Meine Mutter hat mich testen lassen. Das macht Spaß, das macht sowas von Spaß. 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 Verrückt zu sein, das ist nicht wenig. Man fühlt sich schnell mal wie ein König. Doch dieses Bild, das Tüterfe, viel zu schön, nicht realistisch. Wer spät aufwacht, kann tief fallen. Das kann einem nicht gefallen. Verrückt sein, das ist nicht wenig. Zu schnell fühlt man sich wie ein König. Das macht Spaß, das macht sowas von Spaß. 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 Ich bin nicht verrückt. Meine Mutter hat mich testen lassen. Ich bin nicht verrückt. Meine Mutter hat mich testen lassen. Ich bin nicht verrückt. Meine Mutter hat mich testen lassen. Ich bin nicht verrückt. Jemand hat mich testen lassen. Ich bin nicht verrückt. Meine Mutter hat mich testen lassen. Ich bin nicht verrückt. Jemand hat mich testen lassen. Ich bin nicht verrückt. Meine Mutter hat mich testen lassen. Das macht Spaß, das macht sowas von Spaß. 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 Der Firestar so nackt im Wind. Es ist der Nachbar, bestimmt kein Kind. Er hält es nicht mehr im Warmen aus und zieht sich daher ganz schnell aus.
Das macht Spaß, das macht sowas von Spaß. 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 Ich bin nicht verrückt. Meine Mutter hat mich testen lassen. Ich bin nicht verrückt. Meine Mutter hat mich testen lassen. Ich bin nicht verrückt. Meine Mutter hat mich testen lassen. Ich bin nicht verrückt. Jemand hat mich testen lassen. Ich bin nicht verrückt. Meine Mutter hat mich testen lassen. Ich bin nicht verrückt. Jemand hat mich testen lassen. Ich bin nicht verrückt. Meine Mutter hat mich testen lassen. Ich bin nicht verrückt. Meine Mutter hat mich testen lassen. Ich bin nicht verrückt. Meine Mutter hat mich testen lassen. Ich bin nicht verrückt. Meine Mutter hat mich testen lassen. Ich bin nicht verrückt. Jemand hat mich testen lassen. Ich bin nicht verrückt. Meine Mutter hat mich testen lassen. Ich bin nicht verrückt. Jemand hat mich testen lassen. Ich bin nicht verrückt. Meine Mutter hat mich testen lassen. Ja, raus hier! Ja, ich seh's immer noch weg! Gelacht hat es recht nicht! Ich liebe dich, mein Küken. Nur mit dir kann mein Leben glücken. Du bist alles, was ich mir ersehne. Ich weiß nicht, was mir besser bekäme. Du hast alles, bist so flauschig weich. Durch dich werde ich an Liebe reich. Deine Äuglein sehen mich zärtlich an. Das hält mich fest. Ich denke oft daran. In meinen Träumen treffe ich immer wieder auf dich. Du spornst mich an, du bist so gut für mich. Bei dir kann ich mich fallen lassen. Ich bin gern bei dir und kann mein Glück kaum fassen. Du bist das, was ich mir schon so lang ersehnte. Es gibt viele Tücken, doch du bist für mich das Schönste. Und ist es notwendig, holst du mich aus meinem Traum heraus und wir gehen gemeinsam und vereint in die große Welt hinaus. Ich liebe dich, mein Küken. Nur mit dir kann mein Leben glücken. Du bist alles, was ich mir ersehne. Ich weiß nicht, was mir besser bekäme. Du hast alles, bist so flauschig weich. Durch dich werde ich an Liebe reich. Deine Äuglein sehen mich zärtlich an. Das hält mich fest. Ich denke oft daran. Ich liebe dich, mein Küken. Nur mit dir kann mein Leben glücken. Du bist alles, was ich mir ersehne. Ich weiß nicht, was mir besser bekäme. Du bist alles, bist so flauschig weich. Durch dich werde ich an Liebe reich. Deine Äuglein sehen mich zärtlich an. Das hält mich fest. Ich denke oft daran. Ich liebe dich, mein Küken. Nur mit dir kann mein Leben glücken. Du bist alles, was ich mir ersehne. Ich weiß nicht, was mir besser bekäme. Du hast alles, bist so flauschig weich. Durch dich werde ich an Liebe reich. Deine Äuglein sehen mich zärtlich an. Das hält mich fest. Ich denke oft daran. Eine Welt ohne dich möchte ich nicht mehr sehen. Notfalls möchte ich mit dir gemeinsam im Regen stehen. Wir beide stellen die Maschinen sofort ab. Und dann zählt nur noch unser harmonisierter Trab. Der Klang unseres Herzens erzählt uns so viel. Ich bin froh, dass ich dir zu Füßen fiel. Die Welt verschönerst vor allem du für mich. Und ich bin glücklich, wenn du Gleiches denkst über mich.
Ich liebe dich, mein Glücken. Nur mit dir kann mein Leben glücken. Du bist alles, was ich mir ersehne. Ich weiß nicht, was mir besser bekäme. Du hast alles, bist so flauschig weich. Durch dich werde ich an Liebe reich. Deine Äuglein sehen mich zärtlich an. Das hält mich fest, ich denke oft daran. Es ist Zeit, wir müssen reden. Das Sendungs- und YouTube-Format Hottentot neigt sich dem Ende. Zumindest dem vorläufig angekündigten. Denn das Unterhaltungsformat, das bewusst die Gemüter spaltet und von großer Begeisterung bis tiefen Hass alle Stimmungsschwankungen und Meinungen hervorruft, naht sich seine 100. Sendung. Bisher wurde viel erreicht und viel gekämpft. Neben einigen furchtbaren Werken, die wohl am ehesten Mut beweisen, sie überhaupt zu senden, waren auch viele großartige Werke dabei. Und die Entwicklungskurve zeigt wohl steil nach oben. Ende letzten Jahres entsprang mit dem Überdach Hot Entertainment sogar eine ganze Organisation daraus, die unter anderem sogar einen eigenen Radiosender bietet. Die großen Kämpfe, die ausgetragen wurden, erstreckten sich bisher vorrangig auf den Kampf gegen sexuelle Gewalt, Unterdrückung, Vorurteile und Hass und vieles weitere sowie gegen Tierschändung und Massentierhaltung, für die Freiheit der Kinder und gegen politischen Dünnschiss. Für die Zukunft würden noch viele Umsetzungen ausstehen. Wichtige Kämpfe sollten weitergeführt werden. Künstlerisch ist immer noch vieles umzusetzen. Neue Nebenshows könnten etabliert werden und das Sammelsurium der aktuellen Werke ist mittlerweile riesig. Was mich für mein eigenes künstlerisches Schaffen derzeit besonders interessiert, sind moderne Auseinandersetzungen mit älteren Werken wie der Prozess von Franz Kafka, das Schreiben und Produzieren großer Balladen und das Entdecken und Erfinden neuer Entwicklungsmöglichkeiten der unterhaltsamen Gestaltung journalistischer und literarischer Texte. Daneben gilt es, auch kleine Aufgaben anzugehen, wie die audiovisuelle Gestaltung kleinerer Texte meiner derzeitigen Hauptwebsite. Dieses werde ich sicher auch ohne das Format mit dem Schlachtruf Hottentot, Hottentot, Hottentot angehen. Ebenfalls werde ich vieles weitere auch ohne dieses Format Hottentot angehen, umsetzen und produzieren. Für besondere Inspiration sorgen wir bei derzeit vor allem Veranstaltungen wie Lesebühnen und Poesie-Slams. Die Werke aus Hottentot werden sicher nicht verschwinden und viele weitere werden folgen. Die Garantie dafür ist, selbst wenn alle Stricke reißen, dass dieses unterhaltsame, journalistische, musikalische, komödiantische Format niemals einen echten roten Faden besaß. Außer vielleicht mich selbst und das möglichst ohne Zensur.
dieses Hintergrundwissen sollte zu einigen listigen Rückschlüssen und Schlussfolgerungen verleiten. Im Grunde kann es zu meinen Lebzeiten eigentlich gar kein echtes Ende geben. Leider kann es aber eigentlich auch von niemand anderem in der Form natürlich und echt weitergeführt werden. Und jeder Angriff auf dieses Format, das mich als einzigen roten Faden besitzt und eigentlich nur ein Sammelsurium meiner eigenen Werke ist, ließe sich im Grunde als persönlicher Angriff auf mich selbst verstehen. Das alles ändert aber nichts daran, dass ursprünglich davon ausgegangen wurde, 100 Sendungen zu produzieren. Diese 100. Sendung wird nun bald produziert sein. Daher stellen sich trotz allem einige wichtige Fragen, zumindest zu diesem eigenständigen Format. Wie soll es nach der 100. Sendung weitergehen? Kann und wird es überhaupt weitergehen? Was sagt die Polizei dazu? Wie stehen Professoren, Dozenten, Studenten und Fans zu dieser Frage, zu diesem einzigartigen, außergewöhnlichen Format? Wie bewerten Präsidenten die aktuelle Sachlage? Darüber und über vieles Weitere soll offiziell in der 100. Sendung Hottentot berichtet werden. Ich erwarte große Anteilnahme und empfehle bis dahin am Pranner einfach easy ablachen. Ich wünsche, wie gewohnt, nach wie vor viel Spaß. Wunderbar. Dann hören alle mal den Chat. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, ja, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. Ja, you took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love, and this was more than I had ever been afraid of. Another life, another happy ending. It cuts like a knife. Another place, another time, another hand to touch, another sun to shine. You got me deeper than deep, and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Jetzt folgen eigene bekannte musikalische Werke. Ich beginne mit Du schmorst in der Hölle. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk, bei dem ich zur musikalischen Hinterlegung Lights von Donny Trost bearbeitete. Darauf folgt Ich bin dumm, ich fress bei doof. Ein von mir vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk zur musikalischen Untermalung einer von mir bearbeiteten Version von DJ Kottpuls, George Elinas Remix von George Elinas. Anschließend spiele ich Was denn, ein Huhn? Ah! Ein musikalisches Werk, bei dem ich mich hauptsächlich auf die Zitate von Stefan Raab konzentrierte und zur musikalischen Hinterlegung Dirty Rims Backing Track von Coruscate bearbeitete. Danach lasse ich hören Butterbrotstulle. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk. Zur musikalischen Hinterlegung dieser Version bearbeitete ich Dollheads von Ivan Shaw. Und last but not least Die Sehnsucht nach der Ferne. Ein vollständig selbstständig erstelltes musikalisches Werk, bei dem ich für den musikalischen Hintergrund Nu Life
von den Fireproof Babies bearbeitete. Viel Spaß! Duschmus in der Hölle, das hat der Prophet gesagt. Duschmus in der Hölle, knusprig dazu Salat. Duschmus in der Hölle, es steht doch im Koran. Duschmus in der Hölle, nein, tut das nicht an. Frauenschmuck in der Hölle, das sagte der Koran. Doch ich verspreche dir, ich tue das nicht an. Gute Frauen, böse Frauen, fast alle Frauen, das mit dem Koran. Doch ich verspreche dir, ich tue das nicht an. Duschmus in der Hölle, das hat der Prophet gesagt. Duschmus in der Hölle, schön knusprig dazu Salat. Duschmus in der Hölle, es steht doch im Koran. Duschmus in der Hölle, nein, ich tute das nicht an. Ich möchte mit dir zugrunde gehen, dich immer an meiner Seite sehen. Ich möchte dorthin, wo du auch hingehst, und du nur durch mein Feuer gehst. Duschmus in der Hölle, das hat der Prophet gesagt. Duschmus in der Hölle, schön knusprig dazu Salat. Duschmus in der Hölle, es steht da im Koran. Duschmus in der Hölle, nein, ich tute das nicht an. Der Prophet kommt nicht an mir vorbei. Ich schütze dich auf Lebenszeit. Du wirst mit mir ins Paradies eingehen. Ich will dich ewig an meiner Seite sehen. Duschmus in der Hölle, das hat der Prophet gesagt. Duschmus in der Hölle, schön knusprig dazu Salat. Duschmus in der Hölle, es geht doch im Koran. Duschmus in der Hölle, nein, ich tue das nicht an. Duschmus in der Hölle, das hat der Prophet gesagt. Duschmus in der Hölle, schön knusprig dazu Salat. Duschmus in der Hölle, es steht doch im Koran. Duschmus in der Hölle, nein, tut das nicht an. Ich bin dumm, ich fress bei doof, Gemüse kommt nicht auf meinen Hof. Natürlich auch kein Biogebrüll, das zerknüll ich und werf ich auf den Müll. Ich hau nur noch Fastfood mich ein und dann pinkel ich den Stein. Gesundheitsbewusst kommt nicht auf meinen Hof, ich bin dumm, ich fress bei doof. Gesundheit ist mir doch egal, noch nie gehört von jeder Tier Qual. Solange das Portemonnaie es hergibt, fress ich, bis ich umkipp. Wie gerne werd ich dabei dick, dünn sein ist für mich nicht schick. Alles andere ist Schinderei und mir ganz einerlei. Ich bin dumm, ich fress bei doof, Gemüse kommt nicht auf meinen Hof. Natürlich auch kein Biogebrüll, das zerknüll ich und werf ich auf den Müll. Ich hau nur noch Fastfood mich rein und dann pinkel ich den Stein. Gesundheitsbewusst kommt nicht auf meinen Hof, ich bin dumm, ich fress bei doof.
Was stört mich, was andere denken? Ich werde mich selbst beschenken. Ich hole Burger für Burger und Pamphlet für Pamphlet. Ich merke, ich bin kein Worker. Das Ganze macht mich eher fit. Für all das, was ich fressen müsste, lauf ich weder zum Bauern noch zur Küste. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Gemüse kommt nicht auf meinen Hof. Natürlich auch kein Bio-Gebrüll. Das zerknüll ich und werf ich auf den Müll. Ich hau nur noch Fastfood nicht ein und dann pinkel ich den Stein. Gesundheitsbewusst kommt nicht auf meinen Hof. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Ich liebe das goldene M, ebenso wie einen Kinn. Das alles brenne ich mir mit. Ich wirke alt, das macht mich schick. Am besten aus dem nächsten Supermarkt. Da halt ich an, das macht mich stark. Doch kochen ist nicht ganz mein Ding. Ich werf es weg und geh zum Kinn. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Gemüse kommt nicht auf meinen Hof. Natürlich auch kein Bio-Gebrüll. Das zerknüll ich und werf ich auf den Müll. Ich hau nur noch Fastfood nicht ein und dann pinkel ich den Stein. Gesundheitsbewusst kommt nicht auf meinen Hof. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Gemüse kommt nicht auf meinen Hof. Natürlich auch kein Bio-Gebrüll. Das zerknüll ich und werf ich auf den Müll. Ich hau nur noch Fastfood nicht ein und dann pinkel ich den Stein. Gesundheitsbewusst kommt nicht auf meinen Hof. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Gemüse kommt nicht auf meinen Hof. Natürlich auch kein Bio-Gebrüll. Das zerknüll ich und werf ich auf den Müll. Ich hau nur noch Fastfood nicht ein und dann pinkel ich den Stein. Gesundheitsbewusst kommt nicht auf meinen Hof. Ich bin dumm, ich fress bei doof. Mal geschlachtet? Nein. Ich habe mal geschlachtet. Ja. Was denn? Ein Huhn. Oh. Ja. Was denn? Ein Huhn. Oh. Ja. Das hat ja auch sehr viel mit Glaubwürdigkeit zu tun. Was denn? Ein Huhn. Oh. Was würdest du an dem Tag tun? Ein Huhn. Ein Huhn. Ein Huhn. Ein Huhn. Was denn? Ein Huhn. Oh. Wenn wir Grundrechte haben, dann müssen wir auch was tun. Was denn? Ein Huhn. Oh. Welche Mitarbeiter innerhalb und außerhalb von dem Unternehmen können denn überhaupt welche Dinge mit den Informationen tun? Was denn? Ein Huhn. Oh. Deswegen, das ist ja eigentlich, ist das ja eine versteckte Würdigung und Huldigung. Nach Ankündigung, den senden sich jetzt um. Ein Huhn. Ein Huhn. Ein Huhn. Was denn? Ein Huhn. Oh. Ein Huhn. Ein Huhn. Ein Huhn. Ein Huhn. Für andere ein Albtraum, sind für ihn eine Herausforderung. Ein Huhn. Was denn? Ein Huhn. Oh. Um Leben und Tod. Was denn? Ein Huhn. Oh. Herzlichen Glückwunsch zur demnächst 600. Sendung. Ein Huhn. Achso, ja, aber machen Sie nichts draus, ne? Ein Huhn. Deswegen, das ist ja eigentlich, ist das ja eine versteckte Würdigung und Huldigung.
ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. Und wir haben das dann gezeigt bei der darauf folgenden Wetten-Das-Sendung. Ein Huhn. Wir haben jemanden in der Leitung. Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. Zu sagen, Junge, das ist ein solcher Erfolg und das ist genau das Publikum, ja? Ein Huhn. Was denn? Ein Huhn. Oh. Ja. Das hat ja auch sehr viel mit Glaubwürdigkeit zu tun. Was denn? Ein Huhn. Oh. Was würdest du an dem Tag tun? Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. Was denn? Ein Huhn. Oh. Wenn wir Grundrechte haben, dann müssen wir auch was tun. Was denn? Ein Huhn. Oh. Welche Mitarbeiter innerhalb und außerhalb von dem Unternehmen können denn überhaupt welche Dinge mit den Informationen tun? Was denn? Ein Huhn. Oh. Deswegen, das ist ja eine versteckte Würdigung und Huldigung. Nach Ankündigung, den senden sich jetzt um. Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. Was denn? Ein Huhn. Oh. Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. Ja, also das ist eine katholische Erziehung. Ja. Ein Huhn. Das war ja meine Entscheidung. Das war meine persönliche Entscheidung. Was denn? Ein Huhn. Oh. Das hat aber seine Ordnung. Erst an dem Abend lüften, ist aber dann schon aufgedeckt worden von einer Zeitung. Was denn? Ein Huhn. Oh. Wie ist jetzt bei euch die Stimmung? Ein Huhn. Der Grand Prix ist ja auch ein bisschen eine Spaßveranstaltung. Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. Ganz einfache Lösung. Ein Huhn. Es gibt keine private Regelung. Punkt. Ein Huhn. Sprach- und Sehstörungen. Den Fan, den wir uns wünschen, soll friedlich sein, der soll kritisch sein, ja, und dann ist auch alles in Ordnung. Ein Huhn. Sexuelle Orientierung. Was denn? Ein Huhn. Oh. Was denn? Ein Huhn. Oh. Ja. Das hat ja auch sehr viel mit Glaubwürdigkeit zu tun. Was denn? Ein Huhn. Oh. Was würdest du an dem Tag tun? Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. Was denn? Ein Huhn. Oh. Wenn wir Grundrechte haben, dann müssen wir auch was tun. Was denn? Ein Huhn. Oh. Welche Mitarbeiter innerhalb und außerhalb von dem Unternehmen können denn überhaupt welche Dinge mit den Informationen tun? Was denn? Ein Huhn. Oh. Deswegen, das ist ja eine versteckte Würdigung und Huldigung. Nach Ankündigung, den senden sich jetzt um. Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. Was denn? Ein Huhn. Oh. Ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn, ein Huhn. Stulle. Du bist mir nicht ganz Schnulle. Meine Butter, Butter, Butterbrotstulle. Du bist das, was ich jetzt wolle. Du bist so frisch und elegant. Ich nehme dich so gerne in die Hand. Du bist im Moment alles für mich. Was wäre ich nur ohne dich? Butterbrotstulle, Butterbrotstulle, oh, meine Butterbrotstulle, Butter, Butter, Butterbrotstulle, oh, meine Butterbrotstulle, meine kleine Butterbrotstulle. Du bist die Butterbrotstulle, du bist mir nicht ganz Schnulle, meine Butter, Butter, Butterbrotstulle. Du bist das, was ich jetzt wolle. Butterbrotstulle, Butterbrotstulle. Oh, meine Butterbrotstulle. Butter, Butter, Butterbrotstulle. Oh, meine Butterbrotstulle. Meine kleine Butterbrotstulle. Du machst mich satt mit deiner Liebe. Du bist alles, befriedigst meine Triebe. Du bist das einzig Wahre für mich.
Du bist meine Butterbrotstulle. Ich liebe dich. Du bist die Butterbrotstulle. Du bist mir nicht ganz Schnulle. Meine Butterbrotstulle. Du bist das, was ich jetzt hole. Du gibst mir mehr, als mal jeder andere geben kann. Ich will nur noch bei dir sein und denke, oh Mann, du bist alles, was für mich noch zählt. Meine Zukunft wird nur durch dich erlebt. Butterbrotstulle, Butterbrotstulle, oh, meine Butterbrotstulle, Butter, Butter, Butterbrotstulle, oh, meine Butterbrotstulle, meine kleine Butterbrotstulle. Du bist die Butterbrotstulle, du bist mir nicht ganz Schnulle, meine Butter, Butter, Butterbrotstulle. Du bist das, was ich jetzt hole. Butterbrotstulle, Butterbrotstulle. Oh, meine Butterbrotstulle. Butter, Butter, Butterbrotstulle. Oh, meine Butterbrotstulle. Meine kleine Butterbrotstulle. Ich vergesse nie, wie zärtlich du zu mir bist, wie geschmackvoll du in deiner Seele bist. Ich liebe dich so, ich könnte dich fast fressen, Biss für Biss, ich werde dich nie vergessen. Du bist die Butterbrotstulle, du bist mir nicht ganz Schnulle, meine Butter. Butter, Butterbrotstulle, du bist das, was ich jetzt hole. Es ist die Sehnsucht nach der Ferne. Ich ergreife jetzt die Sterne. Ich will über fremde Grenzen sehen und so manches Herz noch stehlen. Ich möchte hier und da der Größte sein. Ich möchte zeigen, diese Welt ist mir zu klein. Ich möchte zeigen, wer ich bin und was ich kann. Was danach kommt, bedenke ich erst dann. Dieses Dorf wird mir zu klein. Ich möchte lieber auf Reisen sein. Die Fernluft trägt mich ganz geschwind. Ich fühle mich fast wie ein Kind. Ich ziehe über Berge und auch Täler. Die Wege werden breiter und auch schmäler. Die Lust zu reisen trägt mich ganz weit fort. Ich bin gern gesehen an jedem Ort. Es ist die Sehnsucht nach der Ferne. Ich ergreife jetzt die Sterne. Ich will über fremde Grenzen sehen und so manches Herz noch stehlen. Ich möchte hier und da der Größte sein. Ich möchte zeigen, diese Welt ist mir zu klein. Ich möchte zeigen, wer ich bin und was ich kann. Was danach kommt, bedenke ich erst dann. Bei Freunden bin ich stets zu Hause, egal in welchem Schritt ich brause. Ich habe einfach Spaß daran, das ist das Ziel, sofern man kann. Heute hier und morgen dort, ich bin gern gesehen an jedem Ort. Neue Einblicke gewinne ich genug, ich merke bald, das tut mir gut.
Es ist die Sehnsucht nach der Ferne. Ich ergreife jetzt die Sterne. Ich will über fremde Grenzen sehen und so manches Herz noch stehlen. Ich möchte hier und da der Größte sein. Ich möchte zeigen, diese Welt ist mir zu klein. Ich möchte zeigen, wer ich bin und was ich kann. Was danach kommt, bedenke ich erst dann. Es ist die Sehnsucht nach der Ferne. Ich ergreife jetzt die Sterne. Ich will über fremde Grenzen sehen und so manches Herz noch stehlen. Ich möchte hier und da der Größte sein. Ich möchte zeigen, diese Welt ist mir zu klein. Ich möchte zeigen, wer ich bin und was ich kann. Was danach kommt, bedenke ich erst dann. Leider ist die Sendezeit fast vorüber. Das nächste Mal sind wieder einige bekannte und hoffentlich auch einige neue Werke zu hören. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ihr wisst ja, wo ich sende. Wer den nächsten Sendetermin nicht mühsam im Programmkalender suchen möchte, kann gerne meine Künstlerseite auf Facebook abonnieren. Ich bin dort hoffentlich unter meinem Namen Carsten Todd zu finden. Mich schreibt man übrigens mit C. Ich freue mich, wenn ihr für mich sogar einmal auf Gefällt mir drückt. Hin und wieder poste ich übrigens auch was bei YouTube. Ebenso bin ich auf vielen weiteren Wegen erreichbar. Natürlich freue ich mich auch auf eure Nachrichten. Ich bedanke mich bei allen Künstlern, Sendern und Kanälen für das veröffentlichte Material, welches ich hier gern zitiere, sowie bei allen Zuhörern für das Interesse, welchen Mist ich mal wieder verzapfe. Zum Abschluss lasse ich nochmal die Kontaktdaten des Senders hören. Bis bald! Telefon 03641/52220. Fax 03641/52211. E-Mail carsten.todd@uni-jena.de. E-Mail-Adresse des Senders: info@radio-okj.de. Facebook: www.facebook.com/carsten.todd.009/.